Der SC Freiburg empfängt zu Hause den 1. FC Köln und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei FIFA 21. Die Saison, die sich ja langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt und die Kölner empfangen natürlich den SC Freiburg und ja 9 Punkte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften und ja, Köln auf Rang 18, da muss man sicherlich wegkommen von diesen Plätzen, aber Freiburg mit einer richtig guten Partie zuletzt und mit einem ja, absolut hochverdienten Sieg zu Hause gegen Union Berlin und da hat man dann schon mal ordentlich an Plätze gut machen können, beziehungsweise Punkte auch auf die Abstiegsränge und die Kölner auf der einen Seite wollen runter, die Freiburger auf der anderen Seite wollen hoch und Zieler im Tor bei den Kölnern, Bornau, Tschichos, Dürrensen und Elchibue, dann Höger, Özkan im Mittelfeld und dann vorne Dreierspitze Jakobs, Duda und Thielmann auf Seiten der Kölner. Beim Sportclub Freiburg gucken wir natürlich ebenfalls gleich noch drauf. Rang 13 aktuell vor Hoffenheim, Berlin. Dann Stuttgart auf der 16, dahinter Bielefeld. Und dann mit nur 13 Zählern aktuell der erste FC Köln. Müller, der hütet weiterhin das Tor vor der Viererkette Günther Heinz, Lienhardt und Schmidt. Dann haben wir im Mittelfeld Grifo, Höfler, Santa Maria, Salai. Und vorne natürlich Demirovic und Höhler. Aufgrund des Verletzten. Pedersen, das hat sich bewährt. Das hat sich bislang ausgezahlt. Und das wissen die Spieler rund um den Sportclub Freiburg. Heute ein Sieg gegen die Kölner Haie. Das wäre extrem wichtig. Köln also in den weißen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. Da haben wir Höger, da ist Duda. Der schnell in den Lauf, da ist Jakobs. Köln macht da ordentlich Druck. Aber Freiburg mit der klärenden Situation. Dann ihrerseits den Ball nach vorne, Höfler, da ist Höhler. Und wir wissen von den Freiburger zuletzt, es war immer nicht ungefährlich, was man hier gezeigt hat. Man hat wenig Offensivmöglichkeiten gebraucht, sondern man hat das, was man hatte, gut genutzt. Und auch hier schon wieder die erste Gelegenheit in Richtung Kölner Tor. Auch da der Schuss abgeblockt in dieser Situation. Trotzdem guter Vorstoß der Freiburger in dieser Aktion. Und dann wieder auf die Linksaußen. Da will man kommen, da will man natürlich gucken. Und dann der Block, ganz wichtig, Eckball für den ersten FC Köln. Es ist kalt hier im Energie, im Rhein-Energie-Stadion, im Zuhause des ersten FC Köln. Und dementsprechend na, die meisten Spieler mit den langen Trikots. Sehr schönes Detail. Und jetzt der Sportclub Freiburg mit vielleicht dem Konterangriff, aber zu viel im Mittelfeld, zu viel Traffic, zu wenig Freiburger aufgerückt. Jetzt vielleicht schnelle Ballabfolge vom Sportclub Freiburg. Dann die Flanke und dann der Kopfball. Den hätte Demirovic möglicherweise sogar auch ja, erst annehmen können und dann versuchen zu verwerten. Schön wieder der Block. Kommt die Flanke trotzdem und dann wieder geklärt. Ja, und manchmal, da ist es einfach nicht anders machbar. Lieber ins Ausköpfen wie eine gefährliche Situation hier zulassen. Freiburg mächtig unter Druck. Spieler rücken immer sehr, sehr spärlich auf. Köln macht das absolut hervorragend bislang. Sehr gut, guter Kopfball. Schön den Ball entschärft. Und Freiburg bleibt am Ball. Gut gemacht, gut nachgesetzt. Und das ist klares Abseits. Gute Möglichkeit für Grifo. Aber hier sehen wir es nochmal. Jedoch deutlich im Abseits. Und dementsprechend keine
Probleme für den 1. FC Köln. Halbe Stunde gespielt. Also Köln 0-0. Hilft beiden Mannschaften nur bedingt. Freiburg konzentriert sich jetzt etwas mehr. Dementsprechend bislang auch hervorragender Ballbesitz in dieser Situation. Der kommt aber nicht wirklich an. Langer Ball, etwas zu lang. Natürlich spielt da auch der Schnee eine Rolle auf dem Rasen. Macht den Ball unberechenbar. Schön in den Freiraum. Sehr schön, Demirovic. Aber gut aufgepasst von Sørensen. Dann kein Problem für den Kölner, die jetzt ihrerseits wieder versuchen, hier in die Offensive zu gehen. Es wirkt auch ganz gut. Aber dann Schmied, gut aufgepasst. Jetzt kann er vielleicht gehen. Da ist Demirovic, aber zu langsam. Und so geht es mit 0-0 in die Pause. Aber es ist tatsächlich immer wieder die Krux von rechts nach links. Das macht es mir einfach extrem schwer. Bin so mehr der Spieler von links nach rechts. Keine Ahnung, im Fußball 2-1 Schüsse. Ballbesitz relativ ausgeglichen. Auch die Passgenauigkeit, die ist bislang ganz in Ordnung. Also, wir gehen rein in den Mittelabschnitt, genau. In die zweite Halbzeit. Freiburg jetzt von links nach rechts. Und das könnte ja vielleicht doch nochmal ausschlaggebend sein für diese Partie. Denn ich weiß nicht warum, aber das liegt mir deutlich besser. Schön gemacht. Da ist Schmied. Wundervoller Pass. Aber Zieler ist entsprechend da. Trotzdem Druck geht jetzt vom Sportclub aus. Auch hier wieder schöne Hereingabe. Schöne Möglichkeit. Lange Flanke. Und wieder der Kopfball, aber wieder zu hoch. So, der erste Wechsel gibt's. Köln als nächstes zu Gast bei Bayer Leverkusen. Sebastian Andersson kommt rein und Modeste verlässt erstmal den Platz. Und ich sag's ja, Köln extrem unter Druck. Und die Freiburger sehr gut. Dann noch ein bisschen zu lang der Einwurf bzw. der Ball. Wieder sauber gemacht. Sauber reingebracht. Und jetzt kommt der Schuss und der ist nur Zentimeter am Tor vorbei von Zieler. Demirovic mit dem schönen Ball. Und da war er noch dran, Zieler. Ansonsten wäre der Ball wohl im Tor. Also, schöne Möglichkeit vom Sportclub Freiburg. Jetzt tatsächlich extremen Druck aufbauen auf diese Kölner Mannschaft. Müssen sich trotzdem ja immer mal wieder bewusst werden. Ein schneller Konter und Köln steht da vor den Toren der Freiburger Abwehrmannschaft. Aber Grifo, der hat jetzt Raum, der hat Platz, der hat viel Gelegenheit zu überlegen. Wo kommt die Flanke am besten hin? Aber auch da wieder die Chance vertan. Und jetzt soll auch der Wechsel kommen. Demirovic, der ist viel gelaufen. Der wird rausgehen und ja, für ihn werden wir kein Stürmer drin. Das heißt, Demirovic muss bleiben, aber Höfler geht. Für ihn wird Thiel kommen. Santa Maria Salai auf den Rechtsaußen werden wir wechseln. Rechtes Mittelfeld, da werden wir hier wechseln. Und dann haben wir Grifo, der wird noch drin bleiben. Und so können wir es dann erstmal belassen. Also Freiburg wechselt, 68. Minute.
Möglichkeit für den Sportclub, auch Doppelwechsel beim 1. FC Köln. Flanke kommt. Nicht ungefährlich auch diese Hereingabe, aber es ist am Ende immer wieder kein Durchkommen für die Freiburger. Und das ist es, was ich meine. Dieser Konter, der ist tausendmal schneller. Freiburg muss aufpassen. Ja, Köln. Mit der Möglichkeit immer noch nicht geklärt. Jetzt allerdings der Zweikampf. Und dann gibt es Einwurf für den 1. FC Köln. Gut aufgepasst. Ballbesitz. Sportclub Freiburg. Jetzt schickt er Höhler. Und da ist Schichos nebendran. Freiburg mit der Möglichkeit. Aber zu einfach hat er sich hier den Ball wegnehmen lassen. Die müssen aufrücken, die Freiburger. Die wollen jetzt hier natürlich gegen den Tabellenletzten nicht unentschieden spielen. 10 Minuten noch. Und es gibt Abstoß tatsächlich. Ein Tor braucht der SC Freiburg, um hier volle 3 Punkte zu holen in der Theorie. Genauso ist es allerdings für den 1. FC Köln. Auch die brauchen lediglich bislang einen Treffer. Kommt jetzt gefährlich nah! Wichtiger Block. Schmied. Die Druckphase jetzt vielleicht für den 1. FCK. Aber es macht bislang tatsächlich nicht den Eindruck, als würde eines der beiden Teams hier noch einen Treffer erzielen können. Vielleicht jetzt nochmal die Kölner. Situation! Pfosten! Riesenglück für den Sportclub. Und so endet diese Partie torlos. Mit 0:0. Nicht zufriedenstellend für den SCF. Für die Kölner. Da ist es auf jeden Fall keine Niederlage. Man geht nicht punktlos aus dieser Partie. Trotz allem, Freiburg hatte zu Beginn des, der zweiten Hälfte deutlich mehr Chancen in Richtung Tor. Das hat nicht sollen sein. Und wir werfen einen Blick auf die aktuelle Tabelle. Und da sehen wir dann, für Köln und auch für Freiburg hat es nicht wirklich viel gebracht. Also man hätte da durchaus mehr erzielen müssen. Bayern München mit 4 Punkten jetzt vor RB Leipzig. Dahinter Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt und Leverkusen. Hertha BSC Berlin auf der 7 vor Schalke und Bremen. Dahinter dann Mainz, Augsburg, Hoffenheim, Gladbach, Freiburg, Union Berlin jetzt punktgleich. Dann haben wir Stuttgart auf der 16, dahinter Bielefeld und Köln. Für Freiburg sind es 5 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Und der nächste Gegner, Arminia Bielefeld. Also auch wieder eine Mannschaft in den Abstiegsrängen. Da wollen wir gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, würde mich mega freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.